möchte mit euch heute was vom Rostbraten zubereiten. Und der Rostbraten zählt zu den drei besten Fleischstücken von einem Rind. Ich habe es euch hier wieder ein bisschen gezeichnet. Die drei Edelteile vom Rind sind der Lungenbraten, eben das Filet. Dann das Beiried gibt es auch unter dem Namen Roastbeef. Und das Rostbraten, Rostbratenried oder Rostbraten, der ist vorne gelegen und das sind die drei besten Teile und auch teuersten Teile vom Rindfleisch. Wenn ihr euch das Fleisch anschaut, ihr habt eine ganz, ganz leichte Fetteinlagerung, wunderbare Maserung und das Fleisch eignet sich zum Kurzbraten, zum Grillen und fürs Braten. Fürs richtige Braten eines herrlichen Rindsbratens. Und jetzt werden wir daraus was Leckeres zubereiten. Grüß euch, meine Lieben, bei Gabis Kochbuch, dem YouTube-Kanal von euremehl.com. Ich möchte mit euch heute einen Klassiker der österreichischen Küche, aber ist auch weltweit bekannt, zubereiten. Und zwar einen Zwiebelrostbraten. Und dafür brauchen wir eine Schnitte Rostbraten, Zwiebeln, Mehl zum Wenden, Salz und Pfeffer zum Würzen, Öl zum Anbraten und dann Suppe zum Ablöschen. Ich bereite jetzt den Rostbraten vor. Dafür schneide ich die Bindehaut ein bisschen ein, damit es sich dann beim Anbraten nicht so aufdreht. Würze es mit Salz und Pfeffer. Und damit wir eine gleichmäßige Garstufe haben, werden wir es jetzt gleichmäßig ein bisschen klopfen. Nicht zu wild, wir wollen ja die Fleischstruktur nicht zerstören. Unsere Fleischstücke sollen ja nur gleichmäßig dick sein. Und ich habe mir auch schon Fett in der Pfanne erhitzt. Und ich wende jetzt mein Fleisch auf einer Seite in Mehl und mit dieser bemehlten Seite kommt es dann gleich in die Pfanne. Wenn der Saft beginnt oben auszutreten, dann wird das Fleisch gewendet und dann braten wir es auch auf der zweiten Seite schön an. Ich schneide jetzt meine Zwiebeln noch fein. Und wenn das Fleisch auf beiden Seiten angebraten ist, werden wir es warm stellen und die Zwiebel da drinnen anschwitzen. Ich habe den Bratenfond mit Suppe aufgegossen und da kommt jetzt unser Fleisch hinein und das werden wir da drinnen jetzt langsam weichdünsten. Als Garnitur gibt es Zwiebelringe, dafür schneidet man einfach die Zwiebel in Scheiben, die man dann teilt. Und diese Scheiben wendest du dann ganz einfach in Mehl und dann kommen sie in heißes Fett und da drinnen werden sie ganz langsam schön knusprig goldbraun frittiert. Nicht zu schnell, weil sonst verbrennen sie dir und dann sind sie bitter und schmecken nicht mehr gut. Für die Sauce nehme ich jetzt die Creme fraiche und verrühre sie mit etwas Mehl. Bekommen wir noch Bindung. Und weil ich die Creme fraiche mit dem Mehl verrühre, bekommen wir dann auch keine Klümpchen in die Soße. Und dann nehmen wir ein Sieb und streichen die Creme fraiche durch das Sieb. Und das lassen wir jetzt noch 5 Minuten bei ganz niedriger Temperatur anziehen, damit das Mehl bindet. Unser Zwiebelrostbraten ist jetzt schön weich gedünstet. Wenn dir die Soße nicht dick genug ist, kannst du sie noch mit etwas Mehl stauben und binden. Auf alle Fälle habe ich noch das Fett abgeschöpft, weil sich ja der ganze Fettrand ausgebraten hat. Und jetzt können wir unseren Zwiebelrostbraten servieren. Unseren Zwiebelrostbraten servieren wir dann natürlich mit den Röstzwiebeln als Garnitur.
ist ein herrliches Gericht aus der Wiener Küche und schmeckt wirklich himmlisch. Also wenn du Lust hast auf Österreich, dann mach dir doch einfach einen Zwiebelrostbraten zu Hause. Es freut mich, dass du wieder dabei warst. Bis zum nächsten Mal bei Gabis Kochbuch.